Hallo, geliebtes, unbegrenztes Wesen. Ja, frohen Sonntag wünsche ich dir. Und heute ist eine Freiheitserklärung unsere Lektion, eine Jubellektion. Ja, mit dieser Lektion können wir wirklich die ganze Welt erlösen und uns selbst. Du bist das schönste und herrlichste und heiligste Wesen Gottes. Von ihm erschaffen und in seinem Geist, als seine persönliche Ausdehnung, seine Ausdehnung, immer geblieben. Und das teilen wir miteinander. Wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf. Das ist unsere Lektion heute. Ja, wenn wir das akzeptieren, und wir akzeptieren das mit vollem Herzen, für uns und jeden Bruder, denn all die Figuren, die wir projiziert haben, ich sage immer diese Mickermännchen, diese kleinen Menschlein, die gibt es einfach nicht. Wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf. Und wir wollen uns weder einsperren, noch unseren Bruder einsperren. Wir wollen einfach das sein, was wir wirklich sind. Und darauf haben wir ein Recht. Wir sind das heilige Kind Gottes. Wir sind kein Menschlein, eingesperrt in einer kleinen Box, sozusagen einer Todeszelle. Denn wäre ja unser Leben hier wie im KZ. Jedem ist der Tod vorher bestimmt. Nein. Es gibt keinen Tod, es gibt nur das Leben. Und das Leben ist in Gott. Ja, wir steigen mal ein in diese herrliche Lektion. Das ist so mit meiner Lieblingslektion. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und selbst wenn ich zum Strand gehe und mit meinen Brüdern, die hier leben, kanarischen Brüdern oder Spaniern, Gymnastik mache, das Erste, was wir uns immer sagen, bevor wir unsere Körper bewegen, Soy tal como Dios me ha creado, ich bin so, wie Gott mich schuf, bin kein Körper, ich bin frei. Und dann läuft das ganz locker mit der Gymnastik und wenn wir auch schwimmen gehen, aber es ist alles in einem anderen Gewahrsein. Bruder, da ist so viel Freiheit drin. Ich bin so, wie Gott mich schuf, ja. Das bist du, das bin ich. Wir sind die Freude der Liebe, die Liebe, das Glück. Ich bin, wie Gott mich schuf. Lektion 162. Das ist so die Zentrallektion des ganzen Kurses, denn darum geht's, wenn ich mich so akzeptiere, als Gottes Ausdehnung, die ich bin, die ich jetzt bin, vollkommen und heilig, grenzenlos. Ja, da ist wirklich der Körper nur noch ein Kommunikationsinstrument, aber ein heiliges. Und dann funktioniert er auch perfekt, aber ich bin nicht begrenzt auf diese Form. Ich bin die Ganzheit. Alle Brüder sind Teil von mir. Ich bin die Ganzheit und akzeptiere, dass der Vater mir die ganze Schöpfung anvertraut hat. Ja, und alles fließt. Wie du merkst, fließt es auch immer aus meinem Mund wie eine glückliche Bulldogge. Nein, bin ich nicht. Ich bin das ganze Universum der Liebe, die Freude, die Glückseligkeit. Ich bin die Heiligkeit. Heilig, heilig, heilig. Ganz heilig und geheilt im Vater. Nur im Vater leben wir, nur im Vater. Sind wir, bist du ewig mein geliebter Bruder, eins mit mir. Ich liebe dich und du liebst mich und wir haben uns immer geliebt. Da gibt es keine Trennung. Wir sind nicht ineinander verliebt, wie die Menschen meinen. Nein. Wir sind die Liebe und die Liebe ist eins. Die Liebe lässt keinen aus, die Liebe ist immer die Ganzheit. Kein Schaf bleibt in den Dornen. Wir nehmen jeden mit hinein in den Ring der Sühne, in die Vergebung, weil wir eine einzige Identität teilen und jeder ist Teil von Gott. Und jeder ist vollkommen gleich erschaffen worden. Wir teilen eine Identität. Mach dir das klar, da gibt es keine Trennung. Du bist nicht in diesen Körper eingesperrt. Du teilst mit jedem Bruder eine Identität. Jeder Bruder zeigt dir deine Ganzheit, Herrlichkeit und Heiligkeit, wenn du ihn richtig wahrnimmst. Im Christus, Wahrsein, Gewahrsein. Ja, es geht los. Ich bin, wie Gott mich schuf. Dieser eine Gedanke würde die Welt erlösen, wenn er fest im Sinn behalten würde. Bedenke das. Dieser eine Gedanke, ich bin, wie Gott mich schuf, hat eine grenzenlose Macht. Fegt alles weg, was nicht wahr ist. Von Zeit zu Zeit werden wir ihn wiederholen, wenn wir ein weiteres Lernstadium erreichen.
Er wird dir viel mehr bedeuten, während du fortschreitest. Diese Worte sind heilig, denn sie sind die Worte, die Gott als Antwort auf die Welt gab, die du gemacht hast. Also die Welt ist ja nur die Folge einer Wahnidee der Trennung und sie ist nicht wirklich. Wenn ich bleibe, wie Gott mich schuf, bin ich eins mit dem Vater, im Vaterleben. Durch sie, also durch diese Worte, verschwindet sie, die Welt und alle Dinge in ihren dunstigen Wolken und nebulösen Illusionen gesehen werden. Sie schwinden dahin, wenn diese Worte gesprochen werden, denn sie kommen von Gott. Ich bin, wie Gott mich schuf. Gott sagt mir, du bist, wie Gott mich schuf. Mein geliebter Sohn, meine Freude, mein Schatz, das bin ich. Ja, Vater, ich akzeptiere, so zu sein, wie du mich erschaffen hast. Grenzenlos glücklich, vollkommen dein heiliger Sohn. Hier ist das Wort, durch das der Sohn, großgeschrieben natürlich, seines Vaters Glück, seine Liebe und seine Vervollständigung wurde. Also nochmal, hier ist das Wort, ich bin wie Gott mich schuf, durch das der Sohn seines Vaters Glück, seine Liebe und seine Vervollständigung wurde. Also ich bin des Vaters Glück, ich bin seine Liebe, sein Schatz und seine Vervollständigung. Ist das nicht toll? Hier wird die Schöpfung verkündet und so verehrt, wie sie ist. Die Ganzheit, die Herrlichkeit. Es gibt keinen Traum, den diese Worte nicht auflösen werden. Kein Gedanken von Sünde und keine Illusion, die der Traum enthält, die nicht verblassen werden angesichts ihrer Macht. Ich bin, wie Gott mich schuf, ganz heilig und geheilt. Unwandelbar, das Heilige Selbst, das Christus Selbst. Sie sind die Posaune des Erwachens, die rund um die Welt erschallt. Die Toten wachen auf als Antwort auf ihren Ruf. Du bist, wie Gott dich schuf, ewig im Vater geblieben. Sterben gibt es nicht. Der Tod und das Sterben ist jetzt ein Auslaufmodell, Bruder. Die Toten wachen auf als Antwort auf ihren Ruf. Und die, die leben und diesen Klang hören, werden den Tod nie schauen. Nee. Bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ganz heilig und geheilt, ewig lebend im Vater. Ich kann nicht sterben. Ich bin das ewige Leben. Basta. Heilig für wahr. Heilig ist für wahr, wer sich diese Worte zu eigen macht und sich mit ihnen in seinem Geist erhebt, sie sich tagsüber ins Gedächtnis ruft und sie nachts mit sich in den Schlaf nimmt. Ja, das will ich tun. Seine Träume sind glücklich und seine Ruhe ist fest, seine Sicherheit gewiss und sein Körper ist geheilt, weil er im Schlafen und im Wachen die Wahrheit immer vor sich hat. Ich bin, wie Gott mich schuf. Er wird die Welt erlösen, weil er jedes Mal, wenn er diese Worte der Wahrheit übt, der Welt das gibt, was er empfängt. Also Gott gibt mir ja in jedem Moment eine neue Geburt. Es gibt keine Vergangenheit. In jedem Moment dehnt sich der Vater zu mir aus und erschafft mich neu. Es gibt kein Karma, keine Vergangenheit und all der Unsinn. Das ganze Drama ist aufgehoben in jedem Moment. Ich bin, wie Gott mich schuf. Und du bist, wie Gott mich schuf. Wir sind eins im Vater. Basta. Und alles das, was wir geglaubt haben, verschwindet. Verschwindet. Heute üben wir auf schlichte Weise, denn die Worte sind mächtig, aber ja, die wir verwenden. Und sie bedürfen keiner weiteren Gedanken, um den Geist dessen zu verändern, der sie verwendet. Ja. Und so ganz und gar wird er verändert, dass er nun zum Schatzhaus wird, in die Gott alle seine Gaben und alle seine Liebe legt, damit sie an die ganze Welt verteilt und im Geben gemehrt werden. So wird er vollständig bewahrt, weil sein Teilen unbegrenzt ist. Also ich bin das Ganze und wenn ich mich jetzt für die Ganzheit öffne, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, in diese Ganzheit packt Gott Vater seine ganze Liebe, seine ganzen Gaben, den Frieden, die Grenzenlosigkeit, die Herrlichkeit, die Liebe ein und die teile ich mit dir, Bruder. Wir sind das Schatzhaus. Vater gibt in jedem Moment durch dich allen Brüdern alles. Ich muss mich nur öffnen für meine Herrlichkeit, für meine Ganzheit in Gott. Ich bin also kein Körper. Die Idee von Reinkarnation einer Seele in der Mitte der Stirn ist alles Wahnsinn, ist alles falsch. Ich bin die Ganzheit. Und die Ganzheit wohnt nicht in einem Körper. Ich bin das Ganze, der ganze Himmel. Und mir nicht weniger. Ich bin so, wie Gott mich schuf, die Allmacht, seine Ausdehnung.
Ich könnte jetzt heute den ganzen Tag nur jubeln und ich werde auch den ganzen Tag jubeln, damit die ganze Welt aufgerüttelt wird. Ja, also der Vater, also der Geist wird jetzt verändert. So ganz und gar wird er verändert, dass er nun zum Schatzhaus wird, in die Gott alle seine Gaben, natürlich großgeschrieben, und alle seine Liebe legt. Ja, bin Gottes Liebe. Gott ist eine Liebe und daher bin ich es auch. Damit sie an die ganze Welt verteilt und im Geben gemehrt werden. Denn mein Geben ist mein Empfangen. So wird er vollständig bewahrt, weil sein Teilen unbegrenzt ist. Indem ich allen alles gebe, erhalte ich von allen alles. Und auf diese Weise lernst du mit Gott denken. Wunderbar. Christi Schau hat dir deine Sicht zurückerstattet, indem sie deinen Geist errettet hat. Ja, in dir sehe ich den Christus, die Ganzheit, die Herrlichkeit, die Liebe und wir sind eins, wo im Vater. Und du liebst mich und ich habe dich immer geliebt. Wir lieben einander und haben uns immer geliebt. Das ist unsere Wirklichkeit in Gott. Und diese Welt ist weg. Wir ehren dich heute. Denn dein ist das Anrecht auf vollkommene Heiligkeit, die du nun akzeptierst. Ja, whole and holy, ganz und heilig. Mit diesem Annehmen wird die Erlösung jedermann gebracht. Denn wem könnte die Sünde noch lieb und teuer sein, wenn Heiligkeit wie diese die Welt gesegnet hat? Keinem. Keinem. Ich bin das Ganze. Ich bin das Ganze. Alle Kinder Gottes sind Teil von mir und Teil von Gott. Ich bin die Ganzheit. Wer könnte verzweifeln, wenn vollkommene Freude dein ist, allen zugänglich als ein Heilmittel für Gram und Elend, für jedes Verlustgefühl und für vollständiges Entrinnen aus Sünde und aus Schuld? Ich bin die Ganzheit, die Herrlichkeit, die Liebe, die Freude in dir, Vater, deine Ausdehnung, ja. Und wer sollte nicht dein Bruder sein? Wer wollte jetzt nicht dein Bruder sein, der du sein Erlöser und Erretter bist? Ja. Ja. Wir sind das Ganze, die Herrlichkeit. Wer könnte umhin dich mit einer liebevollen Einladung in seinem Herzen willkommen zu heißen, begierig sich mit einem zu vereinen, der an Heiligkeit ihm gleich ist? Unverändert. Ich bin das Unveränderliche, eins mit dir, Vater. Du bist, wie Gott dich schuf. Diese Worte vertreiben die Nacht und die Dunkelheit ist nicht mehr. Wunderbar. Heute ist das Licht gekommen, die Welt zu segnen, denn du hast den Sohn Gottes wiedererkannt. In dir, Bruder. In dir habe ich den Gottessohn und mich wiedererkannt. Das ganze Universum. Der ganze Himmel, die Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die Heiligkeit. Nicht eingesperrt im Körper, nein. Der Körper ist nur ein Lehr- und Lehrinstrument. Aber ich bin die Ganzheit, die Herrlichkeit. Denn du hast den Sohn Gottes wiedererkannt und in diesem Wiedererkennen liegt dasjenige der Welt. Ja, welcher Welt? Natürlich der wirklichen Welt. Ich bin das Ganze. Ich bin das Ganze. Jetzt lese ich dir nochmal diesen einen Text vor. Durch die Ganzheit finde ich die Antwort des Lebens, ja. Das Wunder des Lebens ist, dass das Ganze sich erinnert und das gesamte Leben in sich unterstützt. Also ich erinnere mich an das Ganze und unterstütze das ganze Leben in sich unterstützt. Die Teile und die Systeme müssen sich nicht neu erstellen oder sich selbst reparieren, nein. Das Ganze erinnert und liebt, ja, das Ganze. Erinnert, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, das Ganze erinnert und liebt. Um einen Teil deines Lebens zu erlösen, brauchst du nur das Ganze erinnern, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, das Ganze, und ehren. Ja. Das Ganze wird dich erinnern und ehren. Also ich erinnere mich, dass du das Ganze bist und heilig bist. Ich sehe in dir den Christus und erkenne in dir meine Ganzheit und Heiligkeit. Das ist die Erlösung. Ich anerkenne niemand mehr im Körper, denn dann töte ich ihn. Die Halluzinationsfiguren im Drama, die ich alle erfunden habe, diese begrenzten Formen,
die lasse ich alle im Licht verschwinden. Denn ich bin das ganze Licht, die ganze Sonne der Liebe und des Lebens. Eins mit Gott und eins mit der ganzen Schöpfung. Ja, das ist meine Jubellektion. Jubel, Jubel, Jubel. Alles ist Licht, alles ist hell. Ja. Ich bin die Freude, Jesus. Ja, er fragt mich, ob ich mich eins fühle mit ihm. Ja, ich will dann nochmal intensiv in die Ganzheit gehen. Ja, er sagt mir auch, du musst überhaupt nicht gegen den Körper ankämpfen. Einfach nur denken, ich bin keiner. Ich bin kein Körper. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Reiner Geist, Licht und Liebe und Leben. Und kann allen alles geben. Er erinnert mich daran, kämpfe nie gegen den Körper an. Sei einfach frei. Du bist in ihm nicht enthalten. Nein. Nur in Gott lebe ich und dort bewege ich mich. Ich bin die Liebe und die Freude, das Licht. Begrenzung gibt es nicht. Alle Begrenzung gebe ich auf. Ich lasse mich heute ganz heilen und mit mir die ganze Welt. Also der Vater hat mich ganz erschaffen als seine Ausdehnung, sein heiliger Sohn. Und so treiben wir aus unserem Geist alle kleinen Gedanken, alle begrenzten Gedanken einfach aus. Die Macht Gottes ist in unserem Geist. Wir sind die Ganzheit. Ja, da kann nur Freude sein. Ja, wenn ich mich mit dir verbinde, Jesus, bin ich glücklich. Kann es etwas Schöneres geben, werde ich gefragt. Nein. Danke, Vater, für alle Gaben an mich. Danke, Vater, dass du mich liebst. Danke, Vater, dass du mir alle Gebrüder gegeben hast, in meiner Herrlichkeit, in meiner Ganzheit. Sind sie alle geborgen in mir. Du umarmst, Vater, mit mir die gesamte Schöpfung. Es gibt nicht ein Wesen, das du nicht liebst. Alle sind in mir geborgen. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin reiner Geist. Die Singularität des einen Geistes, in dem alle geborgen sind. Und in der Gegenwart erlöse ich mich von der Vergangenheit. Im heiligen Augenblick sind alle erlöst. Ich bin der heilige Sohn. Schreite aus der Vergangenheit in die Gegenwart und bin die Ganzheit, die Herrlichkeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Ich liebe dich.